So wie hier. Alles schön, die Fassade, ja? Aber in unserem Herzen drin, da ist doch Unfriede. Und oft ist das so, dass der Unfriede am stärksten ist an Weihnachten. Am Weihnachtsfest. Da soll alles schön sein. Da soll alles harmonisch sein. Aber ist da nicht meistens der meiste Unfriede? Weil jeder eine Vorstellung hat. Und ich will die unbedingt. Das muss so und so und so sein. Und der Nächste auch wieder. Und wenn zwei solche Hitzköpfe aufeinander knallen, ja, dann herrscht Unfriede. Und ich erzähle Ihnen das nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern ich habe das selber erlebt. Wir haben oft so hohe Erwartungen, ja? Manche haben das auch an Silvester, am Neujahrsabend. Da soll das die größte Party überhaupt stattfinden, des ganzen Jahres. Was für ein Druck da aufgebaut wird. Und genauso ist in der Familie an Weihnachten. Da wird so ein Druck aufgebaut. Alles soll perfekt sein. Alles soll super sein. Alles soll nach meinen Vorstellungen und nach den Vorstellungen der anderen sein. Aber das funktioniert nicht. Und das zeigt uns doch diesen Unfrieden. Und dieser Unfriede ist nicht nur ein Unfriede in der Welt, dass wir da lauter Kriege haben, sondern in unseren Herzen. Da fängt es an. Das ist nur das Ergebnis dieser Unfriede. Ja? Wenn wir uns Wladimir Putin anschauen oder andere Menschen, die Kriege angefangen haben, dann sehen wir doch den Unfrieden da. Was auch immer sie wollen, ob es Macht ist, ob es Einfluss sichern ist, ob es Verteidigen ist, ja, deswegen greifen sie andere an. Was auch immer es ist, es fängt immer in unserem Herzen an. Und das ist unser Problem. Unser größtes Problem ist ein Herzproblem, ja. Und ich will Ihnen sagen, Gott hat nicht irgendwie einen Fondsmanager geschickt, weil Geld unser Problem ist, ja. Gott hat uns auch nicht einen Tantra-Lehrer geschickt, weil irgendwie die sexuelle Erfüllung unser Problem ist. Sondern Gott hat uns einen Arzt geschickt. Jesus Christus sagt, er ist der Arzt, der beste Arzt. Um genau zu sein, ein Herzchirurg ist es. Jesus Christus möchte dein und mein Herz, das steinern ist, rausoperieren. Und er möchte uns ein fleischernes Herz geben. Aber jetzt sagst du doch, ja biologisch fließt doch der Blut durch. Mein Herz pumpt noch, sonst könnte ich ja nicht hier zuhören. Aber das ist ja das Problem. Biologisch funktioniert es vielleicht, aber geistlich, sagt die Bibel, sind wir tot. Wir sind tot in unserer Seele. Ja? Wo kommt denn der Unfriede her? Der kommt daher, dass ich mich selber auf den Thron setze und sage, ich will entscheiden. Mein Wille soll geschehen. Mein Reich soll kommen. Ich baue meinem Reich hier auf Erden. Aber wie sagt das Vater unser so schön? Dein Reich komme. Dein Wille geschehen. Wo? Im Himmel und auf Erden, also auch in meinem Leben. Meinst du das wirklich ernst, lieber Katholik, wenn du das Vaterunser sprichst oder einfach so hinklapperst? Oder meinst du das wirklich ernst, dein Wille geschehe? Ich setze meine Ressourcen ein, damit dein Wille geschehe. Dein Reich komme, nicht mein eigenes, nicht das, was ich selber bauen will, ja? Kennen Sie das? Wenn man vielleicht früher als Kind mit irgendwie ihr Spielzeug gespielt hat, in der Eisbahn oder wie auch immer, da wollte man selber bestimmen, wo alles ist. Und so leben viele Menschen auch heute noch. Sie wollen selber bestimmen, was wo wie passiert. Was mit ihrem Geld, was sie anfangen, was mit ihrer Zeit anfangen, was mit ihrem Leben anfangen, worin sie sich investieren. Aber Gott möchte, dass wir uns in ihn investieren. Dass wir ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Und ich kann Ihnen sagen, aus uns selber raus schaffen wir das nicht. Wir brauchen dieses neue Herz. Wir brauchen einen neuen Geist. Wir brauchen die Verbindung zu Gott. Und die ist völlig kaputt. Die ist richtig kaputt. Das ist das Riesenproblem. Wir müssen zu Gott kommen. Und deswegen, wir schicken Ihnen gerne ein neues Testament, dass Sie selber nachlesen können, was Jesus Christus getan hat. Und zuletzt möchte ich noch was sagen, weil viele Menschen haben eine Sehnsucht nach weißer Weihnacht. Und ich kann Ihnen ein Rezept sagen, wie zu 100% Sie eine weiße Weihnacht haben werden. Zu 100%. Ich gebe es Ihnen garantiert. Zu 100% weiße Weihnachten bekommen sie so. Unser Herz ist böse. Darüber habe ich schon geredet. Unsere Hände sind eigentlich blutverschmiert. Wir tun immer wieder böse Dinge. Das sagt die Bibel sehr deutlich. Sie können es gerne nachlesen. In der Bibel gibt es einen Propheten, Jesaja 1 heißt es. Und da steht, auch wenn eure Hände rot sind wie Blut, sie sollen weiß werden wie Schnee. Sie sollen weiß werden wie Schnee. Und auch wenn deine Seele, dein Herz so blutrot ist, weil du so böse Gedanken über andere Menschen hattest, so kann es weiß werden wie Schnee. Warum? Weil der Schöpfer selber dir das zusagt.
der sagt dir, wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich hier nicht hinausstoßen. Wenn du mit deinem ganzen Mist kommst, mit deiner ganzen Bösartigkeit, Jesus hat dafür bezahlt, er kann sie wegnehmen. Er kann sie wegnehmen und er schenkt dir ein weißes Herz, ja? Ein komplett weiße Kleidung. Überleg mal, du bist ein Kind, du kommst nach Hause zu deiner Mutter und du hast ein komplett weißes Oberteil an, aber du hast hier so einen Flecken und das ist von Schuhcreme. Und deine Mutter hat ein wunderschönes Haus, ist alles weiß. Weiße Möbel, weiße Sofa, weißer Teppich. Wird deine Mutter dich reinlassen? Nein. Weil Gott sagt doch, unsere schlechten Taten, unsere guten Taten, sagt Gott, unsere guten Taten sind wie ein schmutziges Kleid. Und so können wir nicht zu Gott kommen. Wir brauchen einen Wechsel. Und das ist, was Jesus uns geschenkt hat. Dass wir wechseln können von dunkel auf hell. Das hat nur Jesus Christus gebracht. Deswegen nehmen Sie sich gerne hier noch ein Neues Testament, lesen Sie nach, damit dieses Weihnachten ein wirklich weißes Weihnachten wird. Und zwar im Herzen, weil Sie rein sind, weil Sie weiß sind. Nicht, weil Sie so toll sind und auch nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus Christus dafür bezahlt hat. Und das ist das größte Weihnachtsgeschenk, was Sie sich vorstellen können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das annehmen in diesem Jahr. Gott segne Sie dabei.